Nächster Redner ist der Kollege Paul-Viktor Pololai. Sehr verehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, mehr Organspenden zu forcieren, ist der falsche Weg in der Medizin. Ich selbst war im 12-köpfigen Operationsteam bei der ersten Herztransplantation in Europa. Es war am 9. Juli 1968 an der Uniklinik in Bratislava. Das waren damals die Anfangszeiten der Transplantationsmedizin. Diese Erfahrung hat meine Einstellung zu dieser Art von Operationen sehr stark geprägt. Als Medizintechniker habe ich nämlich jahrelang bei herkömmlichen Herzoperationen an der Herz-Lungen-Maschine mitgewirkt und bin zu dem Kenntnis gekommen, dass wir unsere Gesundheit in die eigenen Hände nehmen sollen. Das Gesundheitswesen hat mit den vielen Transplantationen nämlich eine falsche Richtung eingeschlagen. Unser Körper ist kein Ersatzteillager. Wir Menschen sind doch keine Autos, die viele Ersatzteile brauchen. Viel wichtiger wäre es, wesentlich mehr in die Gesundheitsvorsorge zu setzen und hier schon bei der Jugend in den Schulen anzufangen und auch investieren. Aufklärung und Vorsorge ist viel besser, als ungesund zu leben und dann auf eine Organspende zu hoffen. Somit könnte man die Zahl der Patienten, die ein Organ benötigen, senken. Liebe Mitbürger, kümmern Sie sich mehr um Ihre Gesundheit. Essen Sie zum Beispiel mehr Grün, trinken Sie mehr Grün. Chlorophyll ist nämlich grünes Sonnenlicht und eine der wirksamsten lebensspendenden Substanzen auf unserem Planeten. Es war ja unsere Urkost. Da liegt das Fundament unserer Gesundheit. Eine Transplantation sollte die absolute Ausnahme sein, zu denen selbstverständlich Unfallopfer, angeborene Fehlbildungen zählen. Etwa 10.000 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Hat sich jemand eine Frage gestellt, warum wir immer mehr und mehr Organe benötigen für die Ersatzlager? Nein. Für Kliniken sind nämlich Organspendetransplantationen finanziell sehr attraktiv. Mit jedem Patienten steigt der Umsatz beträchtlich. Jede Klinik bemüht sich darum, so viele Eingriffe wie möglich vornehmen zu können. Nicht immer ist es auch medizinisch indiziert. Die Kosten tragen die Krankenkassen des Empfängers und die Pharmaunternehmen verdienen an den Medikamenten enorme Summen. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit 4.054 Transplantationen durchgeführt. Meine Überzeugung ist deshalb, wir müssen die Zahl der benötigten Spenderorgane reduzieren und nicht nach mehr streben. Der Vorstoß von Bundesminister Spahn, die Praxis der Organentnahme in eine Widerspruchslösung umzukehren, um mehr Organe zu generieren, ist der falsche Weg und führt nicht automatisch zu einer Steigerung der Zahlen. Nach solcher Einführung in Dänemark oder Frankreich ist die Zahl sogar gesunken. Aus Achtung vor dem Leben des Menschen ist es nicht legitim, ohne explizite Einwilligung des Betroffenen Organe aus seinem Leib zu entnehmen. Zu der Diagnostik sogenannten Hirntoten, welche höchstens Sterbende sind, aber nicht Tote, kann ich mich aus Zeitgründen nicht äußern. Es ist aber naiv zu meinen, Tod sei Tod und medizinisch eindeutig. Jeder muss persönlich eine Entscheidung treffen für oder gegen eine Organspende. Eine Spende ist immer freiwillig. Eine politische Festlegung per Gesetz aber, welche jeden zum potenziellen Organspender machen würde, ohne dass dieser eingewilligt hätte, wäre eine staatliche Grenzüberschreitung, die dem besonderen Würde des Menschen nicht entspricht. Schweigen ist nämlich keine Zustimmung. Spende ist eine höchst private, aber auch ethische Entscheidung und das soll auch künftig so bleiben. Doch der Gesundheitsminister will uns Bürger jetzt zum Spenden zwingen. Das sollten wir nicht hinnehmen.
Dabei zweifelt er selber an der Mehrheitsfähigkeit seines Gesetzentwurfs und versucht mit dieser verschickten Erklärung an alle Abgeordneten im Vorfeld der Debatte, diese zu beeinflussen. Die Neuregelung stellt einen Eingriff des Staates in die Freiheit des Einzelnen dar. Die AfD-Fraktion lehnt den Gesetzentwurf des Ministers ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner das Wort der Kollegin Tino Sorge.